heute geht's um schlechten Empfang. Eine herausragende Eigenschaft von ELKO2 ist ja, die Simulation der Sprachqualität des Funks bei unterschiedlicher Entfernung der Teilnehmer zueinander oder durch Behinderung durch das Gelände oder Objekte. Im Singleplayer können wir diese Funktion von ELKO2 leider nicht verwenden, da beides völlig unterschiedliche Konzepte sind. Aber wir können bei der Entfernung zumindest etwas Ähnliches simulieren, was allerdings auch einen gewissen Mehraufwand bedeutet. Wir benötigen nämlich für alle Audiodateien verschiedene Versionen in besseren und schlechteren Qualitäten. Ein anderer Weg ist mir da bisher noch nicht eingefallen. Wir werden für dieses Beispiel ein bestehendes, kurzes Funkgespräch verwenden. Und dafür habe ich für ein bestehendes Funkgespräch 4 Varianten in unterschiedlichen Qualitäten erstellt und dies auch schon in der Description Ext eingefügt. In der Mission brauchen wir jetzt noch einen Punkt als Referenz für die Entfernungsmessung zum Spieler. Ich verwende für Entfernungsmessungen immer gerne einen Helferfall, bei dem ich das Modell in-game nicht anzeigen lasse. Nennen wir den Fall einfach Haku Pose. Ich habe in der Mission, auch mal für die Anschaulichkeit, rechts oben die Entfernung unseres Spielcharakters im Haku Pose File eingeblendet, in Metern. Jetzt suchen wir uns im Funkgesprächsskript CR01 Units den entsprechenden Eintrag für den betreffenden Funkspruch aus und müssen da mehrere If-Abfragen erstellen, die aufgrund der Entfernung des Spielers den Funkspruch in unterschiedlichen Qualitäten abspielen. Ich habe mich für 4 Bereiche entschieden. Bis 1000 Meter ein guter Empfang, zwischen 1000 und 2500 Meter etwas schlechter, von 2500 bis 5000 Meter für die Qualität wieder etwas schlechter und über 5000 Meter den schlechtesten Empfang. Und diese Abfragen fügen wir jetzt rund um diesen Funkspruch ein. Die Entfernung fragen wir mit dem Distance-Befehl ab. Dabei ist es egal, welche Einheit vorn oder hinten steht. Dann die Entfernung, um die es geht, hier 1000 und dann in der Aktivierung den Funkspruch der entsprechenden Qualität. Bei den nächsten beiden Abfragen benötigen wir 2 Bedingungen, um den Bereich, in dem diese ausgelöst werden, einzugrenzen. Also einmal größer als die Mindestdistanz und dann kleiner als die Maximaldistanz. Bei der letzten Abfrage haben wir wieder nur eine Entfernung als Bedingung, denn alles über 5000 Meter ist hier jetzt der schlechteste Empfang. Deshalb brauchen wir auch nur größer 5000 als Bedingung. Und das ist es für dieses Beispiel auch. Hören wir uns das Funkgespräch also auf unterschiedlicher Entfernung mal an, von nah bis fern. Eichhörn 1, hier Basis Echo 1. Im Einsatzbereich Matrix befinden sich keine bekannten Einheiten. Komm hin. Eichhörn 1, hier Basis Echo 1. Im Einsatzbereich Matrix befinden sich keine bekannten Einheiten. Komm hin. Eichhörn 1, hier Basis Echo 1. Im Einsatzbereich Matrix befinden sich keine bekannten Einheiten. Wie ihr gehört habt, die Qualität ist in den 4 Entfernungsbereichen jetzt unterschiedlich. Ist die Art, wie wir es erreicht haben, ideal? Ich denke nein. Ist es arbeitsaufwendig? Bis zu einem bestimmten Grad ja. Nichtsdestotrotz ist es für mich momentan der einfachste Weg, diesen Effekt in einer Singleplayer-Mission darzustellen. Sollte ich einen einfacheren, besseren Weg finden, werde ich das gerne teilen. Habt ihr Ideen, wie man es besser machen könnte? Nur zu, lasst es mich wissen. Okay, das war's für den Moment und das vorerst letzte Video zu diesem Thema. Lauft also nicht zu weit weg von eurem Gesprächspartner, sonst wird es schwierig mit der Kommunikation. Ansonsten, Eichhorn 1 meldet sich ab, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.